Neben mir heute im Studiengang Communication Center Management ist Fritz Fessler. Fritz Fessler ist Lehrbeauftragter im Weiterbildungsstudium für den Bereich Sprachdialogautomatisierung und ist Geschäftsführer der Voice Business in Wien. Und wir haben ihn heute hier, um über das Thema Sprachdialogautomatisierung mit ihm zu sprechen. Vielleicht als Eingangsfrage, Herr Fessler, immer mehr Kundenservice-Dienstleister und auch Inhouse-Kundenservice-Abteilungen setzen nicht nur auf Kundenberater, Kundenbetreuer, sondern es wird immer mehr auch Sprachdialog-Automatisierungssystematik eingeführt. Was sind die Vorteile von solchen Systemen? Ja, der wesentliche Punkt ist, dass man hier mit einem Sprachdialogsystem einfach ablaufende Routinetelefonate entlasten kann, die Agents entlasten kann und damit sozusagen die Wartezeit in der Warteschleife verkürzt, den Service-Level erhöht und die Kunden sich sozusagen in der Selbstbedienung, im Self-Service am Telefon, sich einfach Informationen selber holen können. Wir können beobachten, dass es immer stärker zu einer Vermischung kommt der unterschiedlichen Kommunikationskanäle, sei es jetzt im Internet, über das Webportal, dort das Self-Service, am Telefon oder auch mit anderen Kanälen. Das Spezielle an Sprachdialogsystemen ist, dass der Kunde es einfacher hat, die Dialoge zu bedienen, weil die Frage, was für ein Anliegen sie haben, ist einfacher zu beantworten, als sich durch ein langwieriges Menü durchzuhandeln, wo es dann heißt, drücken Sie eins, wenn Sie dieses, drücken Sie zwei. Jetzt kennen wir ja alle so die Negativbeispiele. Jeder von uns hat von großen Verkehrsdienstleistern schon mal gehört, ich möchte gerne von da nach da hinfahren, dann versteht das System das nicht, dann muss man 5-mal nachfragen. Was wird da falsch gemacht und wie macht man es richtig? Die Kunst bei Sprachdialogsystemen liegt in der Gestaltung des Dialoges. Wie kann ich sozusagen einen benutzerfreundlichen Dialog gestalten, eben die Abläufe so verständlich zu machen und so klar zu strukturieren, dass der Benutzer sich leicht zurechtfindet und insbesondere, dass man dem Kunden auch das Gefühl gibt, er hat die Maschine im Griff und er ist dem sozusagen nicht hilflos ausgeliefert. Das bedeutet, wenn hintereinander Fehler auftreten sollten, dass dann eben schnellstmöglich zu einem Mitarbeiter im Callcenter verbunden wird, damit dem Kunden weitergeholfen wird und damit er nicht irgendwo in einer Hotline verzweifelt. Also mit anderen Worten auch immer noch die Möglichkeit zu geben, auch mit einem Menschen zu sprechen, wenn es denn zu komplexeren Themen oder Sachverhalten kommen sollte. Ja, also wir empfehlen das immer im Dialogdesign, den Kunden auch immer die Möglichkeit zu bieten, an einen Berater verbunden zu werden, damit die Kunden, die mit dem System gut zurechtkommen, sich das eben ohne Zeit in der Warteschleife zu verbringen, sich die Informationen selber holen können und die Kunden, die eben nicht damit zurechtkommen, dann auch von einem Mitarbeiter bedient werden. Sie bieten ja jetzt auch selbst oder stellen auch im Studium vor, ein System, mit dem automatisiert Mahnungen durch ein solches Sprachdialogsystem geführt werden. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Ja, das Thema Outbound, also sprich abgehende Telefongespräche, ist ein neuer Zweig in der Sprachautomatisierung. Hier werden sozusagen aktiv Gespräche mit dem Kunden geführt, zum Beispiel im Mahnsystem. Wir haben damit die Erfahrung gemacht, dass mehr Kunden einzahlen, als wenn sie die Mahnung per Papier bekommen und dass die Kosten sich halbieren. Also mit anderen Worten sind die Vorbehalte, die häufig geäußert werden von Unternehmen, ja, ruft jetzt eine Maschine meine Kunden an und mahnt die, eigentlich in der Realität nicht gegeben, beziehungsweise der Kunde nimmt das durchaus an. Auch nicht nur bei Mahnungen, sondern auch in anderen Fällen. Da gibt es auch entsprechende Beispiele aus Ihrer Praxis. Ja, es gibt auch andere Einsatzbereiche, wie zum Beispiel einen Service-Call, wo man den Kunden mitteilt, dass seine Möbel jetzt abzuholen sind, oder im Bereich Marketing und Vertrieb, wo man Kunden hinweist, dass jetzt ein spezielles Angebot für ihn ist, das eben personalisiert, maßgeschneidert auf ihn zugestellt wird. Okay, vielen Dank, Herr Fessler. Bis zum nächsten Mal.